Hallo meine lieben Sims-Freunde, herzlich willkommen zurück zu die Sims. Ja, liebe Leute, wir befinden uns halt hier wieder im Haushalt von, warte mal, herunterladbare Inhalte. Es gibt ein neues Paket, Zeit für Freunde, an die kann ich vorbestellen. Ja, was soll das jetzt? Das, ich meine, vorbestellen, ich will's ja, da gibt's eigentlich den DJ-Kram, das ist ganz gut. Wir finden uns hier heute im Haushalt von Vanessa und Svenja. Und wir gehen vielleicht gleich mal auch die Nachbarn besuchen, wenn die da sind. Und wir müssen auch das Nachbarhaus mal einrichten. Wir müssen mal ein paar Leute kennenlernen. Ich will Leute besuchen gehen. Aber können wir es heute noch machen? Wann muss Svenny denn ab? Töff schon bis zur Arbeit. Und du musst 14 Stunden. Da hätten wir doch eigentlich schon noch ein bisschen Zeit. Was macht ihr zwei Hübschen denn? Essen. Okay, Vanessa. Nee, so, ne? Vanessa, du hast schon rausgefunden, dass du hier auf der... Also eine von euch muss auf der Pritsche schlafen. Aber das ist ja gar keine Pritsche, das ist ja ein komfortables Club-Gästebett, oder? Das ist doch voll okay, das bietet doch auch einen gewissen Schlafkomfort. Wollen wir mal Leute besuchen gehen? Wollen wir mal Leute besuchen gehen, ihr beiden? Ihr zwei Hübschen? Shetop, wer kommt da? Die kennt ihr doch auch. Ah ja, genau. Die Andris. Und die Andris, ist ja auch ein Zuschauer von der Andris. Das ist, finde ich, ganz lustig, dass die Andris auch in echt Andris heißt. Ein ziemlich interessanter Name. Finde ich auch recht schön, Andris. Ja, auf jeden Fall die Andris ist ja auch der Charakter von der Andris. Und wir werden jetzt mal Leute besuchen gehen. Die Andris wohnt, glaube ich, hier mit drin. Da, genau, dann hat die Judith noch geschrieben, dass sie noch nicht weiß, wegen dem Pärchen hier, dass sie eigentlich nicht als Pärchen konzipiert sind. Und wir gehen jetzt mal, pass auf, wir gehen jetzt mal abklappern hier den Annika besuchen mit. Wir besuchen die, guck mal, wie sie sich schon kennen. Dann nehmen wir die Svenny mit und die Andris nehmen wir mit. Und die Lea nehmen wir mit. Und die Lotti und die Theresa und dann nehmen wir den noch mit. Den nehmen wir alle mit. Yeah. Können wir aber heute noch, wenn es geht. Ich hatte jetzt in letzter Zeit keine Zeit, um Sims aufzunehmen. Jetzt nehme ich wieder auf. Falls euch das nicht aufgefallen ist. Also gerade... Also wir sind jetzt quasi live in einer Aufnahme. Also live ist davon gar nichts, weil es ja eine Aufnahme. Habe ich so viele Leute mitgenommen? Annika? Was machst du denn da? Nein, ist gar nicht, das ist die Maler. Nee, ist die Annika. Oder? Die sind beide, nee, das ist die Maler. Die Annika sieht anders aus. Das ist die Annika. Ne? Ja. Siehst du, wusste ich doch. Ach, ihr habt noch gar nichts. Ihr habt kein Interieur. Die Damen. Da muss ich euch mal ausstatten hier. Da muss ich auch nochmal Berufe für die beiden Mädels hier finden. Also bei der Annika, das ist kein Problem, das weiß ich. Bei der Marla weiß ich noch gar nicht, ob mir die Marla da Infos zugetragen hat. Da muss ich nochmal nachgucken. Ach so, sie sind jetzt außen rumgelaufen. Wir könnten vielleicht, sollten wir vielleicht mal an der Haustür klopfen, ne? Alle zusammen. Kommt doch mal mit. Mädchen. Na ihr? Was macht ihr denn hier? Wo ist denn Svenja? Was macht ihr denn da? Guck mal. Guck mal, die Miri. Na? Na Miri, schon wieder hier sportlich unterwegs. Ah, sie muss da rein. Sie hätte sich vielleicht auch ein bisschen was überziehen können, aber naja, die anderen sind ja auch noch im Bikini, hä? Was macht ihr eigentlich da? Wollt ihr mitkommen? Oh, die kennen sich noch gar nicht. Ach, die kennen sich noch gar nicht, die beiden. Da, wie geht denn das? Wie kann man denn Lotti noch nicht kennen? Wie kann man denn Lotti nicht kennen? Guck mal, die anderen, die sind hier noch am Schwimmen. Na, wollen wir gleich mit eine Runde drehen? Vanessa? Hallo? Ach, die kennen sich ja schon, ne? Die kennen sich doch schon, aber... Eben. Genau. Die Maler kennen sie noch nicht. Ich glaube, die haben sich jetzt auf der Straße nochmal mit der Annika unterhalten. Wollt ihr... Marla? Wollt ihr mal rauskommen da? Ja, Maler kommt auch mal raus. Annika dreht noch ein, zwei Runden, oder? Ja, das ist okay. Oh, guck mal, das wird hier... Das wird eine super Girls-Nachbarschaft, oder? Mein Gott. Die werden hier...
ordentlich. Pika ist, läuft da hinten auch noch rum. Pika, warte, du musst dich mit... Ah, Maxi und... Pika hat gerade Maxi absorbiert. In sich quasi. Ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall, die scheinen sich auf jeden Fall hier gut zu verstehen. Das ist immer... Das war beim letzten Mal schon so, oder? Da waren sie hier alle draußen rumgehangen. Hallo, und lernen sich gerade kennen. Und winken sich. Und so ein bisschen wird sich da beschnüffelt. Ja, das muss ich mal... Ich muss mal ein bisschen einrichten hier. Die Annika dreht ihre Runden da. Annika, willst du nicht mitreden? Nein, sie hat anscheinend gerade Spaß beim... beim Rundendrehen. Den beiden Damen. Darf ich immer gleich mal rüber wechseln? Dann machen wir das nur mit den Berufs. Wobei, ich glaube, die Marla hat mir, glaube ich, keine wirkliche Voraussetzung gegeben, was sie denn für Berufe haben will, was okay ist. Auch Fiona muss auf Toilette. Fiona, oh, die haben mir noch gar keine... Oh, ich muss ihnen mal unbedingt eine Toilette einrichten. Wir machen das gleich. Also muss Fiona schnell hier bei den... bei Vanessa und Svenja gehen. Ich denke, das ist vollkommen okay. Was macht Lotti? Geht Lotti schwimmen? Lotti geht sich mit... Ah, guck mal. Oh, was, wer läuft denn hier alles vorbei? Die Judith. Und die Abby. Und Pika? Das mag ich. Das ist schon wieder schön, dass die hier so in der Nachbarschaft aktiv sind. Ah ja, guck mal, Lotti geht erstmal eine Runde mit Annika schwimmen. Das ist auch gut. Da können die auch ein bisschen auf Tuchfühlung gehen, die beiden. Annika geht in Sandalen schwimmen. Warum macht sie das? Wieso macht sie das? Boah, ich alles gut? Oh, ist sie krank? Ist Vanessa krank? Oh. Hat sie gerade gehustet? Hat sie gerade gehustet? Na, ihr kennt euch doch, oder? Ihr kennt euch doch. Guck mal, das ist der Maxi. Und wer ist das? Ach, das ist der Freund von der... Oder? Ich glaube schon. Hallo, na ihr zwei? Der Freund von der Judith, oder? Ja, ich denke schon. Wie heißt er denn da? Silverground. Oder ist er das nicht? Ich verliere den Überblick. Nee, Quatsch, das ist er gar nicht. Der war doch gerade hier vorhin da, oder? Der heißt doch irgendwas mit B, oder? Ich weiß nicht mehr. Ich bin total... Ich verliere den Überblick. Das macht aber gar nichts. So, komm, wir lernen uns mal so ein bisschen kennen. Nach Tag fragen. Wie geht's bei euch? Hier Svenja und Annika sind ja quasi Kollegen. Fiona hier als Polizistin, die Autoritätsperson. Ah, genau, hier kommen die Klees, der Fabian. Und da hinten ist immer noch die, ich vergesse immer, wie ihr Vorname heißt. Habe ich mir gerade doch gerade gesagt, dass es so ein schöner Vorname ist. Die Andres, genau, natürlich. Das ist schön, dass die hier so ein Feuerchen haben, ne? Ich mag das ganz gern. Wir zünden das mal an und erzählen eine Gruppe-Geschichte. Über Geister und Vampire. Komm, ihr müsst alle zuhören. Der super spannenden Geschichte, die ich euch erzähle. Die ist nämlich echt richtig aufregend. Oh, willst du nicht, Maler? Machst du dich über die Geschichte von Svenja lustig? Nee, oder? Oh doch, jetzt erzählt sie. Oh, gucken, wie spannend. Da scheint was Spannendes zu passieren hier in der Geschichte. Ja, ja. Wow, wow, wow. Da kommt die Andres wieder. Die haben sich gerade... Was war das? Okay, jetzt ist es auf einmal beunruhigend still. Im Hintergrund. Wer ist denn da schon so müde? Wieso legt sie sich denn hin? Ihr wohnt doch hier. Ihr braucht doch nicht hinlegen. Warum ist das so fischaugemäßig? Die Sicht ist wirklich richtig interessant hier. Wir gehen mal weiter, glaube ich, oder? Warte mal. Wir gehen mal weiter. Wir gehen mal ein Haus weiter und gucken mal, wer da so da zu Hause ist. Residenz. Oh, die Residenz besuchen mit der Vanessa natürlich. Mit wem denn sonst? Los, kommt schon, ihr zwei. Was, ach, sie grillt da. Marshmallows. Nein, das habe ich jetzt keine Zeit dafür. Mit Annika plaudern zwar immer gerne, aber nicht jetzt. Wir müssen Nachbarn besuchen, Kontakte knüpfen, Freundschaften schließen und so weiter. Das müssen wir alles tun, ja, das ist wichtig. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig.
Also für mich, für uns und natürlich auch für die Simmons, ne? Rein da. Wo klopfen wir denn jetzt? Ach, guck mal, da sind die beiden. Na, ihr? Hallo, wir sind die neuen Nachbarn. Na? Aber Vanessa kennt sie doch schon, oder? Du kannst ja jetzt da keine Würstchen grillen. Hallo, Pika. So, der Maxi und die Pika sind auch da. Na, ihr? Alles gut bei euch? Jeps, jeps. Wow. Das, der hat aber eine ziemlich krass tiefe Stimme gekriegt, der Maxi. Pika schaut nicht so begeistert, oder? Ja, doch. Die ist aber auch eine süße junge Erwachsene, oder? Da hat sich aus dem Teenager hat sich doch was Großartiges entwickelt. Alles cool bei euch? Was ist eigentlich da hinten? Da war doch gerade hier der... wo ist er denn hin? Da ist er ja. Warum ist er denn eine Kappe auf? Der Olli, genau, natürlich nicht mit... Doch, ja, mit B, der Nachname. Das Schwimmoutfit, das muss ich, glaube ich, nochmal anpassen. Der wird doch nicht wirklich mit T-Shirt und mit Kappe zum Schwimmen gehen. Ich glaube, den hat die Judith damals erstellt. Da gab es das Schwimm-Addon noch nicht. Und deswegen, da muss ich dann wohl nochmal drüber gehen, drüber bearbeiten. Da machen wir mal gucken, ob die Judith da richtig bearbeitet ist oder nicht. Komm, wir klopfen hier mal und schauen, ob jemand da ist. Ah, okay, das ist ja ein, da gibt es ja noch, da muss ich dann auch mal das Gelände noch richtig verwalten, dass die Häuser da abgetrennt werden und die Zugangsrechte da ordentlich gemacht werden. Das geht ja mittlerweile so einigermaßen, soweit ich das mitbekommen habe. Hallo. Komm rein. Gut, das Haus wird wahrscheinlich leer sein, oder? Denke ich mal. Ja, das Haus ist ziemlich leer. Oh, Judith ist gar nicht da? Okay, innen gibt es auch nichts zu tun. Also wenn sie irgendwo sein sollte, dann ja wohl draußen, ne? Ja, sie ist auch vorhin da so ein bisschen rumgelaufen, aber ich weiß jetzt nicht direkt, wohin sie denn gelaufen ist. Das ist komisch. Das ist wirklich komisch. Wir gehen mal nach Hause. Ist Svenja auch schon nach Hause? Nee, wo ist denn Svenja? Die steht da unten. Wollt ihr beiden mal nach Hause gehen? Ich glaube schon, oder? Svenja will doch auch nach Hause, oder? Svenja, ab nach Hause. So, oder? Was hast du? Ja, 5 Stunden. Oh, wir müssen schlafen. Wir müssen heim. Wie gehe ich denn jetzt nach Hause? Wie gehe ich denn zurück nach Hause mit? Wo läuft Annika denn jetzt hin? Guck mal, sie ist voll gut mit Paddy. Wie kann denn das sein? Wieso ist denn Svenja so gut mit Paddy? Geht da was? Wer weiß. Vielleicht geht da ja was. Ihr geht jetzt erstmal nach Hause und geht ihr arbeiten. Und dann muss ich mal gucken, dass ich bei Annika und Marla mal schauen, wie die Finanzen so stehen. Und dann können wir da noch ein bisschen Inneneinrichtung machen. Oder so. Ne? So, ihr zwei Hübschen, ihr geht jetzt erstmal schlafen, würde ich sagen. So, und wer schläft jetzt wo? Guck mal, das werden wir jetzt mal hier in einem Battle entscheiden. Sie haben sich beide auf jeden Fall dasselbe Bett ausgesucht. Und mal gucken, wer das Rennen macht. Wer schläft auf dem Bett und wer schläft auf der aufblasbaren Gästepritsche. Vielleicht schläft auch einer auf dem Sofa, mal gucken. Ah ja, Svenja, die hier zuerst gewohnt hat, nimmt das Gästebett. Das ist aber echt lieb von ihr, ne? Das nenne ich aufopferungsvoll. Oh, ich muss meine Rechnungen noch zahlen. Mein Gott. Der nächste Morgen droht. Und wir gehen jetzt mal rüber. Und ins andere Haushalt und gucken uns das mal an. Wir müssen ja dann noch ein bisschen Inneneinrichtung auch noch machen. Zumindest die nötigen Sachen. So. Wie gerade schon gesagt, mal rüber geswitcht zu den beiden. So, bei Annika Berufswahl. Annika ist leicht. Annika hat mir das schon gesagt und bei Annika weiß ich es auch. Und deswegen wird die Annika Ärztin. Und bei der Machla, da weiß ich jetzt noch nicht. Sie hat, glaube ich, nicht wirklich was gesagt. Sie hat nicht wirklich was gesagt, was sie machen möchte.
Ich habe noch nicht so wirklich viele Wissenschaftler. Ich weiß nicht, ob es mit dem neuen Addon müsste ich mir auch nochmal kaufen. Ne? Das ist wieder so eine Sache, ob es da neue Berufe gibt. Aber ich glaube nicht. Wir gucken uns mal die Sachen an. Freundin der Welt. Zufriedenheit. Sie möchte Freunde. Sie möchte schon beliebt sein. Und was hat sie so für Comedy und Fitness? Was hat sie so? Sie ist romantisch, gesellig, ehrgeizig und aufgeschlossen. Ja, das passt natürlich auch zu allem. Wir gucken ja uns mal. Oder soll ich sie zu Hause ein bisschen arbeiten lassen? Nee, oder? Das ist schön, dass die beiden so viel Spaß im Pool haben. Aber sie haben ja auch sonst nichts im Haus, was sie irgendwie machen könnten. Das ist natürlich ein bisschen tricky. Der Morgen beginnt um 6 Uhr. Ich wollte gerade fragen, ob sie schlafen gehen wollen. Aber sie haben ja nicht mal was, auf dem man schlafen kann. Ja, Polizistin. Wissenschaftlerin, Astronautin, Business, ich weiß nicht. Sportlerin ist doch wäre doch auch eine Idee, oder? Ich weiß nicht. Entertainerin, Geheimagentin, Leckermaul. Ja. Ich weiß nicht. Wissenschaftlerin? Da muss ich nochmal fragen. Oder ich weiß nicht, was nehmen wir denn da? Ich bin echt total unentschlossen. Sie hat ja auch geschrieben, ja, vielleicht Wissenschaft, weil das haben noch nicht so viele und ist vielleicht ganz interessant. Das stimmt schon, aber sie hat jetzt nicht so die typischen Eigenschaften für eine Wissenschaftlerin. Wobei das ja eigentlich auch egal ist, oder? Ich hätte jetzt gesagt Business oder Wissenschaft. Ich hätte jetzt beides gesagt, aber ich glaube, ich tendiere zu Business, weil da können wir mal, zur Wissenschaft, weil da können wir mal mitmachen. Ansonsten, weiß ich nicht, Maler, deine Aufgabe, ich bitte dich, mal drunter schreiben, Wissenschaft oder Business. Ich gebe dir jetzt mal Wissenschaft, wenn du wechseln möchtest in Business. Das wäre der Kompromiss, den ich eingehen könnte. Eins von den beiden machst du. Ja. Ne? Jetzt kriegt ihr erstmal ein Badezimmer, ihr zwei. Beziehungsweise zwei Badezimmer. Ich muss mal gucken, wie großzügig ist das. Oh, 38.000 Startgehalt. Wo habt ihr denn das her? Die Damen, was ist denn da los? Ja, da sollen wir neue Haushalte zusammenschmeißen, ne? Da ist die Finanzaufteilung noch ein bisschen anders. Dann kann ich ja hier schon mal ein bisschen was bauen. Dann mache ich das mal und mache hier so ein bisschen Innenrichtung. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin dranbleiben und tschüss. Und jetzt noch ein bisschen Inneneinrichtungsmontage. Los!